So, ich habe im Rahmen des LernOS KI-MOOC mal einen kleinen Chatbot erstellt als GPT mit ChatGPT. Den würde ich euch gerne zeigen. Wie das funktioniert, habe ich oben in dem QR-Code verlinkt. Der führt euch auf eine Seite bei uns in der Community auf Connect. Dort ist das alles erklärt. Da findet ihr auch den Link, wer den Chatbot ausprobieren mag. Der kann das gerne tun. Notwendig dafür ist ein ChatGPT Plus-Abo. Also, dann schauen wir uns das mal an. Ich habe ihn hier schon geöffnet. Ich habe hier unten ganz normal das Chat-Eingabefenster. Der Chatbot hat im Hintergrund den LernOS KI-Leitfaden. Den konnte ich ja problemlos hochladen, weil der unter Creative Commons Lizenz ist. Und ich würde ihm jetzt einfach mal drei Fragen stellen, damit man so ein bisschen sieht, wie der interagiert. Die erste ist, erstelle eine Übersicht über die Themen im Grundlagenkapitel des LernOS KI-Leitfadens. So, dann schauen wir mal, der Bot denkt immer noch. Jetzt schauen wir mal, was er schreibt. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen bringt die Seiten in Klammern hinten dran, neuronale Netze. Ist natürlich für jemanden, der die Webversion verwendet, wenig hilfreich, weil da gibt es keine Seite 3 bis 8, aber der Chatbot hat ja das PDF im Hintergrund. Das sieht jetzt erstmal gut aus, werde ich im Nachgang nochmal checken, aber im Kern hat er das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ob die Seitenzahlen stimmen, kann ich natürlich jetzt nicht sehen. Zweite, was ich mal fragen werde, ist, mir eine alphabetische Liste der Fachbegriffe zu erzeugen. Also erstelle eine alphabetische Liste der Fachbegriffe im Leitfaden zusammen mit einer kurzen Beschreibung je Fachbegriff. Schauen wir mal, was da kommt. Mein Wissen wird durchsucht. Lustiger Text finde ich immer. Könnte sein, dass das eine Weile dauert. Attention, Deep Learning. Diffusion Models, ja, das sind die, die für Bild-KI verwendet werden, generative KI, GPT, LLMs kommen, Machine Learning, neuronale Netze. Ja, das sieht ganz gut aus, finde ich. Ist die alphabetisch sortiert, LMPSTU, das sieht auch gut aus. Jetzt könnte man mal überlegen, wenn wir das lieber als Tabelle hätten, überführe die Liste in eine Tabelle mit den Spalten, Fachbegriff, Beschreibung und Link. Ergänze in der Spalte Link einen klickbaren Link zur entsprechenden Seite in der englischen Wikipedia. Also, jetzt muss er quasi die Liste nehmen, die überführen. Das sieht schon mal gut aus. Attention. Die Überschriften der Tabellen passen. Die STU, genau, die alphabetische Sortierung bleibt beibehalten. Und ich schaue mal hier, en-wikipedia.org. Artificial Intelligence ist auch korrekt, also künstliche Intelligenz hat er jetzt mit der englischen Wikipedia-Seite verlinkt. Und ich habe nach der englischen gefragt, weil ich finde, dass meistens die englischen Wikipedia-Seiten etwas ausführlicher sind, weil da einfach eine größere Menge von Leuten drauf schaut. Also so könntet ihr euch zum Beispiel aus so einem Leitfaden ganz einfach ein kleines Mini-Glossar erzeugen mit einem Überblick und einer Möglichkeit, Fachbegriffe schnell nachschlagen zu können. So, letzte Sache, die ich noch fragen würde. In der ersten Woche wollen wir ja die Katas 0, 1 und 2 machen. Also ich sage mal, ich möchte jetzt die Kata 0, Kata 1 und Kata 2 machen und will dazu eine Checkliste haben. Also erstelle eine Checkliste, Komma, was ich dafür tun muss. Formatiere die Checkliste als Aufgaben in Markdown. Das mache ich deswegen, weil ich die dann schön in mein Obsidian, also in mein digitales Notizbuch überführen kann.
In Markdown, die Checkliste ist aufgegangen, in Markdown für Obsidian schreibe ich einfach mal. So, dann müsste die Ausgabe ein bisschen anders aussehen. Es kommt hier wieder, mein Wissen wird durchsucht. Das heißt, er sucht jetzt im Hintergrund in dem angehängten PDF-Dokument. Man sieht jetzt hier kommt Code raus, für die, die Markdown nicht kennen. Das ist so eine Auszeichnungssprache, wo man mit so ganz einfachen Elementen, der Gartenzaun ist eine Überschrift, diese eckigen Klammern sind Aufgaben, die Einrückungen sind sozusagen unter, also wie so eine hierarchische Liste. Und man sieht jetzt, was er sozusagen je Cutter da rausholt. Und jetzt könnte ich hier hergehen, hier oben immer an der Textbox gibt es Code kopieren. Theoretisch könnt ihr da auch, wenn ihr OneNote habt, das euch anders formatieren lassen. Jetzt gehe ich mal hier in mein Obsidian rüber. Es ist jetzt ein leeres Notizbuch, damit im Video nicht meine ganzen Notizen auftauchen. Ich sage einfach mal Cutter 0 bis 2, kopiere den Code da rein und habe quasi eine fertige Checkliste, die ich dann abarbeiten kann. Da würde ich jetzt im Nachgang auch nochmal prüfen, ob da die ganzen Aufgaben sozusagen richtig sind, so wie sie im Leitfaden beschrieben sind. Dann springe ich nochmal zurück. Eine letzte Sache noch. Ich prompte im KI-Mug mit Bild-KI. Da ist mir aufgefallen, diese Übung Cutter 2, ich packe meinen Koffer, Punkt, 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 die passt nicht. Jetzt schauen wir mal, also passt nicht für Bild-KI, für Text-KI schon. Jetzt schauen wir mal, ob ich mir die umschreiben lassen kann. Die Übung, ich packe meinen Koffer, Punkt, 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 in Cutter 2 scheint mir eher für Text-Chatbots geschrieben zu sein. Stelle mir eine neue Übung mit dem gleichen Lernziel für eine Bild-KI wie, sagen wir mal, mit Journey oder Dolly zum Beispiel. Übung, ich erstelle eine Bildergeschichte, erfahre, wie Bild-KIs wie Midjourney oder DALL-E auf verschiedene Eingaben reagieren und kreative Bildserien erstellen. Wähle ein Thema für deine Bildergeschichte. Oh, das ist sehr ausführlich. Eine Liste von Szenen, sind sogar mehrere Bilder. Formuliere deine Eingaben. Generiere die Bilder. Speichere jedes Bild einzeln. Okay. Ja, das ist sehr ausführlich. Okay, also das werde ich mal ausprobieren im Nachgang. Ja, ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Eindruck bekommen, wie so ein Chatbot mit angehängtem Leitfaden aussehen kann. Das waren jetzt natürlich nur ein paar Beispiele. Meine Idee wäre, dass ihr vielleicht jetzt im Rahmen des KI-MOOCs einfach mal damit ein bisschen rumspielt. Vielleicht ist der eine oder andere abgeschreckt, wie lang die Leitfäden sind. Sind ja zwar eigentlich nur 50 Seiten für den ganzen MOOC, aber ich finde immer so dieses Sprechen mit dem PDF ist durchaus auch eine recht interaktive Geschichte. Und da kann man auch die eigenen Fragen stellen und bekommt da Antworten darauf. Also probiert es einfach mal aus und schreibt gerne über die Erfahrung, vielleicht auch mit ein paar Screenshots oder Ergebnissen mit Hashtag KIMOOC24 auf LinkedIn oder Mastodon. Bis zur nächsten Live-Session.